der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker.
Ja, meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung auf Freirad 105,9 im Stadtgebiet Innsbruck und auf anderen Frequenzen tirolweit. Sie können diese Sendung auch im Internet verfolgen, dann gehen Sie einfach auf www.sinn-los.at/sinn-los. Da finden Sie Informationen zur heutigen Sendung und auch zu vergangenen Sendungen. Und Sie können auch vor allem diese Sendung nochmal nachhören, beziehungsweise sich auch nochmal mehr Informationen holen zum heutigen Studiogast. Ja. Heute ganz ein interessantes Thema. Heute geht es um Gefühle. Ja. Und das war im ersten Lied ja schon ein bisschen drinnen. Dieses Lied, wie hat das geheißen? Das Lied heißt Fühlgefühl im Spiel. Fühlgefühl im Spiel, ja. Meine Damen und Sie hören, der heutige Studiogast bei mir in der Sendung, Liedermacher und Sozialarbeiter, gell? Genau. Alexander Folterbauer. Alexander Folterbauer schreibt zum einen Lieder und zum anderen ist er im Sozialbereich beschäftigt und ja, dort hat er zu tun mit Menschen mit verschiedensten Problematiken, oder? Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, richtig. Ja, genau. Und das finde ich eben so das Spannende auch bei dir, so diese zwei Welten, die da zusammenkommen. Und ja, ich glaube gerade bei diesem Thema, vielleicht dann auch wichtig, können wir ja nachher schauen, was macht so ein Lieder machen, auf der anderen Seite der Sozialbereich und dieses Titelthema heute, dieses Gefühl. Ja. Meine Damen und Herren, der Alex war bei mir schon bei zwei Sendungen. Ja, da können Sie noch einmal reinschauen. Jetzt bin ich gerade einmal beim Schauen. Warst du es, Alex? Wann waren wir denn auf Sendung? Ich vermute, also 2014 war ich einmal oder 2015. Mhm. Und ich habe alte Sendung erst vor ein paar Tagen wieder angehört. Da ist ums Kreativsein gegangen. Mhm. Kreativsein macht Sinn. Das war im Jänner oder Februar 2017. Ja, genau. Das eine war 8.12.2014, ja, war die Wiederholung und 4.12.2014 war die Ausstrahlung und da ist um Liedermachen und Sinn gegangen. Mhm. Genau. Ja, also wenn Ihnen also der heutige Studiogast bekannt vorkommt, dann täuschen Sie sich nicht. Sie können das auch nochmal gern nachhören. Meine Damen und Herren, und wenn Sie es vielleicht hören, ist heute eine Live-Sendung. Das heißt, die anderen zwei Sendungen mit dem Alex waren voraufgenommene Sendungen. Heute hätten Sie wirklich die Möglichkeit, dass Sie sich live ins Studio einbringen. Bitte rufen Sie an. Die Telefonnummer hier im Studio 0512 56 02 91 11. Ich wiederhole es gerne noch einmal. 0512 56 02 91 11 und dann kommen Sie hier in die Sendung und können gerne Fragen stellen, mitreden. Ja, glaube ich, ganz interessant. Alex, für alle, die dich nicht kennen, vielleicht doch noch mal ganz kurz, auch wenn du zweimal schon da warst, aber ja, weil die Leute ja vielleicht heute das erste Mal einschalten, beziehungsweise jetzt dich hören, ganz kurz so dieses, wie ich immer wieder mal mache, dieses Spektrum, so der existenzielle Steckbrief. So die eine Frage ja immer wieder, was verbindest du denn mit deiner Kindheit? Also ich bin in Völs aufgewachsen. Ich verbinde mit meiner Kindheit Musik, viel in der Natur sein, Reisen. Das ist etwas, was ich viel gemacht habe. Eben auch das Kreative. Und eben mit Musik bin ich aufgewachsen. Großteils mit klassischer Musik durch meinen Papa. Mein Onkel hat viel mit Blues zu tun, hat sich schon viel mit dem beschäftigt. Ganz früh, macht das schon ganz lang. Und mit der Zeit habe ich ganz früher, vor einigen Jahren, eher härtere Musik gemacht. War ich so auf der Punk-Schiene. Und mittlerweile mache ich sehr gefühlvolle Lieder, ruhigere Balladen auch zu den verschiedensten Gefühlen. Derzeit gibt es ein Liedermacher-Duo, was ich zusammen mit der Gabriele Voigt mache. Wir haben da eine Besetzung eben mit Gesang und Klavier. Und ja, so ist es. Okay. Ja, das heißt also,
wenn wir da nochmal so zurückgehen, so bei der Kindheit, weil du ja gesagt hast, so Lieder machen, irgendwo war das mit drinnen. Gefühle, war das auch was so dein Werdegang, so Umgang mit Gefühlen ein bisschen charakterisiert? Oder ist das dann, weil du ja gesagt hast, so gerade beim Liedermachen, zuerst härter und dann so gefühlvollere Lieder? Wobei ich sage jetzt mal, härte Lieder, ist ja genauso Gefühl drin, aber halt anderes Gefühl. Ich gebe dir da ganz recht, das, wie gesagt, die härteren Lieder, sozusagen diese Punk, Hardcore-Metal-Lieder, da hat man eher die Aggression auch gespürt, was sehr Kritisches auch. Ich habe das Kritische nicht irgendwie aufgeben oder so, das ist mir ganz, ich bin auch sehr kritisch. Setze mich mit verschiedensten Themen auseinander. Gibt es alles Mögliche, wie ich habe Lieder geschrieben über Diskriminierung, soziale Themen, aber eben. Und jetzt ist sozusagen auch ganz unterschiedlich, eben, es ist ein Spektrum, wie du sagst, eben verschiedenste Gefühle gibt es. Ich schreibe euphorische Lieder, ich schreibe Liebeslieder, ich schreibe traurige Lieder, ich schreibe eben sehr kritische Lieder. Also das ist ein buntes Spektrum und das ist das, was daherkommt oder was ich wahrnehme oder was mir gerade einfällt. Das wird verarbeitet und mir ist es eigentlich ganz wichtig, sozusagen auch sehr gefühlvolle Lieder zu machen, also wo man das Gefühl gut gespürt. Okay. Und bei diesem ersten Lied, so dieses Fühlgefühl, wie bist du auf das gekommen? Die aktuelle CD, die wir da gemacht haben gemeinsam, die sind eher eben ruhigere, gefühlvollere, verträumte Texte, eben ruhiger. Und wie so die Titel, wie die entstanden sind, so mit der Zeit, habe ich gemerkt, eben der Titel für Gefühl, der passt einfach, weil eben überall so, also eigentlich bei allen vier Liedern, recht die Emotion drin steckt. Mhm. Ja. Okay, ja. Weil du sagst so, Emotion steckt drinnen. Vielleicht kommen wir dann so nach dem nächsten Lied ein bisschen so hin. Zum einen haben wir ja bei Musik so diese Möglichkeit, oder? Durch Musik Emotionen auszudrücken, oder? Und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dieser Schaffungsprozess von Liedern weckt ja auch vielleicht einiges an Emotionen, ja? Natürlich ist es so, dass das eben in verschiedensten Gefühlslagen dann auch verschiedene Texte oder Ideen eben entstehen. Mhm. Also das kommt immer drauf an. Eben. Mhm. Bin ich zum Beispiel traurig, dann schreibe ich wahrscheinlich eher einen traurigeren Text schreiben. Bin ich euphorisch, dann wird vielleicht eher was Euphorisches entstehen und ja. Manchmal hat es auch gar nicht so mit mir zu tun, sondern ist allgemein. Also das ist eh ganz, ganz unterschiedlich eigentlich. Mhm. Alex, an dieser Stelle, was könnte man denn da spielen? Ich habe jetzt ein Lied ausgesucht, das nennt sich Feeling Good von der Nina Simone. Ganz eine markante Persönlichkeit. Das Lied ist in den 60er Jahren entstanden. Sie hat sich viel eingesetzt für, hat das auch viel erleben müssen, sozusagen die Rassentrennung, Diskriminierung. Ich finde es ganz eine markante Stimme und mag sie sehr gerne. Ihre Lieder auch ganz oft, hat auch viel mit Klavier und ja, eben sich selber begleitet. Ja, und eben das Lied habe ich ausgesucht. Feeling Good von der Nina Simone aus dem Jahr 1964. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh. And I'm feeling good. Ooh.
fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Ja, meine Damen und Herren. Keine Ahnung, was Sie jetzt da für eine Emotion gehabt haben bei diesem Lied. Was hast du für eine Emotion gehabt, so bei dem Lied, wenn das so kommt, Alex? Ganz unterschiedlich. Also schon etwas sehr, ja, viel Kraft eigentlich. Die Stimme erzeugt viel Kraft und Emotion eigentlich. Also so vom, ja. Es drückt eigentlich schon das aus, was sie auch singt und der Text, finde ich. Okay. Also wirklich so dieses Feeling gut, oder? So eher positives Gefühl, ein stärktes Gefühl. Ja, vielleicht ein, wie du sagst, so Ansporn für was zu tun. Ja. Setzt du auch Lieder dezidiert ein, vielleicht auch in deiner Arbeit als Sozialarbeiter, wenn du mit Menschen arbeitest? Eigentlich nicht so, nein. Nicht wirklich, nein. Okay. Na, das machen dann die Musiktherapeuten. Okay, ja. Ja. Na, man weiß ja auch so aus dem Bereich der Sportpsychologie, dass zum Beispiel mit Liedern sehr viel erreicht werden kann. So in Richtung wirklich Leistungssteigerung. Ja. Auf der anderen Seite so dieser regenerative Part, was auch eingesetzt werden kann bei einfach langsameren Liedern. Man weiß einfach diesen Zusammenhang zwischen Herzfrequenz und Taktfrequenz, je nachdem, ob es Richtung Leistungssteigerung gehen soll, wo es dann über. Ja, also Taktfrequenz praktisch über 130, 140 da Beats per Seconds oder wie das heißt dann geht, oder? Wenn man dann eher was Langsameres dann macht, so Richtung Erholung, wo man dann auf, ja, vielleicht auch 60 Schläge oder ein bisschen weniger geht, wo man dann so ein bisschen runterkommt mit dem Herzschlag, das kann man ein bisschen so in diese Richtung sehen, oder? So, so diese Taktfrequenz und auf der anderen Seite so unser Herzschlag, ja? Setzt du sowas bewusst ein eigentlich bei den Wenn du Lieder machst, so, wo du sagst, okay, du möchtest gerne mit diesem oder mit jenem Lied diese gewisse Emotion dann hervorrufen. Ja, das Zweite, was du sagst, ich möchte die und die Emotion dann erreichen oder sozusagen, ja, es ist so ein bisschen das eigentlich, gibt es so diesen Spruch, eigentlich, es geht unter die Haut und das ist, glaube ich, etwas auch, was ein Lied meiner Meinung nach auch das dann auch besonders gut gemacht, eben wenn der Text sozusagen eben unter die Haut geht. Das ist eigentlich ganz was Besonderes. Ja. Ganz egal eigentlich, ob das eben dann was Traurigeres ist, was Euphorisches, was ja, ganz unterschiedlich. Gibt es da so ein Erlebnis, was du hast? Du hast ja manchmal auch
Live-Auftritte auch gehabt in der Vergangenheit, jetzt aktuell, wie du mir glaube ich zuerst vor der Sendung gesagt hast, wenig, ja? Derzeit eben wenig, zeitlichen Gründen eigentlich seins. Ich mache das ja nur als Hobby. Ja. Aber ich denke mal so, entweder dein eigenes Gefühl, beziehungsweise wenn du dann Lieder im Zuge von Live-Auftritten bringst, könnte ich mir vorstellen, dass nochmal was Spezielles ist, weil du ja immer wieder so das Publikum dann vor dir hast und direkt so diese Response dann auf deine Lieder dann live siehst, so in ihren Verhalten, in den Augen. Ich glaube, das ist eigentlich dann so, wenn man das Publikum dann wirklich emotional noch erreicht durch das, wie man das Lied präsentiert, wenn der Text so umkommt und eben auch das Arrangement, dann glaube ich, hat man eben das Ziel erreicht, unter Anführungszeichen. Ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube, das ist schon ganz was Wichtiges, wenn man dann als Rückmeldung zum Beispiel kriegt, ja, das Konzert hat mich total berührt, hat mich fasziniert oder ja, hat mich traurig gemacht, ganz unterschiedlich. Also das, oder hat mich an das und das erinnert, also ja, das kenne ich schon, solche Rückmeldungen. Ja. Hast du so aktuelle Rückmeldungen so da, vielleicht da von jemandem, der ein Lied von dir gehört hat und irgendwas zum Beispiel speziell einbauen will? Du tust davor, glaube ich, so von einer Taufe zum Beispiel geredet, ganz was Spannendes. Ganz eine nette Anfrage und auch eine sehr berührende Rückmeldung erst vor kurzem gekriegt, eben über das nächste Lied, was ich dann auch spielen werde. Da geht es um ein kleines Kind, was Schutz braucht. Es ist so ein ja, für mich ganz ein besonderes Lied, was ich für meinen Neffen auch geschrieben habe. Ein kleines Kind durchs Leben begleiten. Und da habe ich eben erst vor kurzem eine ganz schöne, sehr berührende Rückmeldung eben gekriegt, was mich sehr gefreut hat. Und das passt auch zu dem, eben, das Lied heißt Ich würde immer da sein. Ist auch aktuell von unserem Album Viel Gefühl. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir es so an der Stelle. Ganz viel, bist nur so klein.
zusammen sehen. Es ist klar, dass ich alles tue für dich und dein Leben. Den Weg zusammen gehen, das Schöne mit dir sehen. Es ist klar, dass ich alles tue für dich und dein Leben. Den Weg zusammen gehen, das Schöne mit dir sehen. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung. Heute zum Thema Gefühl, viel Gefühl. Bei mir zu Gast in der Sendung Alex Folterbauer, Liedermacher, Sozialarbeiter. Ja, Alex, Gefühle. Wie ist das so in deiner Arbeit als Sozialarbeiter? Gefühle mit Menschen mit Problematiken. Wie taucht es da auf? Das ist eigentlich in der Arbeit viel Thema, Dauerthema eigentlich, und geht es viel darum, mit Gefühlen umgehen zu lernen, die zu wahrzunehmen und eben einen Umgang damit zu finden. Spielt eine große Rolle in meiner Arbeit, ja. Spannend, zum Beispiel, ich habe da so über Gefühle gerade so einen Artikel von Alfred Lengle. Alfred Lengle ist ein Schüler von Viktor Frankl. Viktor Frankl hat so die Existenzanalyse und Logotherapie begründet. Und Alfred Lengle schreibt da: Mit den Gefühlen erwacht das Leben in uns. Wo sich Gefühle einstellen, da wird es lebendig. Da verdichtet sich das Leben. Da ist was los. Denn da ist Dynamik und Bewegung. Unabhängig davon, ob es sich um positive oder negative Gefühle handelt. Also ob es Freude, Lust, Glück oder Schmerz, Trauer oder Belastung sind. Ja? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, oder? So unabhängig wirklich von diesen Dimensionen, oder? Negativ oder positiv. Da findet Leben statt, oder? Mhm. Da kommt was rein. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, so die extreme Absenz von Gefühlen, da wären wir eigentlich dann in dem melancholischen oder, wenn es tiefer geht, depressiven drinnen. Genau, ja. Wo dann vielleicht nur schwarze, dunkle Gefühle kommen und wo dann so das Extreme der Depression, das Tiefe der Depression dann die Absenz von Gefühlen wäre. Dann ist gar nichts mehr da. Dann ist alles nur mehr schal und das kann ich selber auch nicht mehr sagen. Das heißt, es fehlt so dieser lebendige Bezug dann. Ja. Mhm. Und ich finde es wirklich spannend, wie schnell da Lieder einwirken, oder? Wie schnell durch Liedern Gefühle dann auf einmal gehoben werden, ja? Hervorgerufen werden. Das sehe ich auch so. Und das ist auch vielleicht wie das nächste Lied, was ich ausgesucht habe. Wird ganz spannend und würde mich interessieren, eben so, was das jetzt bei Ihnen sozusagen auslöst, wenn wir das Lied spielen. Das Lied ist von Johnny Cash aus der Albumserie American Recordings. Hat er am Ende seines Lebens geschrieben. Es gibt 6 Alben, wunderbare, aber auch eben sehr gefühlvolle, berührende Lieder zum Thema Trauer, Abschied und in verschiedensten Themen Liebe. Ich habe da ein Lied ausgesucht, nennt sich I See a Darkness, ist vom dritten Album, ist eine Covernummer und stammt ursprünglich von Will Oldham. Wie gesagt, könnt ihr eine ganze Sendung mit diesen Liedern gestalten, weil das einfach für mich so Meilensteine sein, sehr berührend. Ja, das spielen wir jetzt einfach. Well, you're my friend,
And can you see many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts, but did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see. Oh no, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. No, I see a darkness. Oh no, I see a darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung auf Freirad 105,9 Stadtgebiet Innsbruck und auf anderen Frequenzen. Sie können diese Sendung auch nachhören, wenn Sie jetzt eingeschaltet haben. Gehen Sie auf www.sinn-los.at/sinn-los. Da finden Sie ja Informationen auch zum heutigen Studiogast, Alexander Folterbauer. Alexander Folterbauer, Liedermacher, ja, und Sozialarbeiter, arbeitet im Sozialbereich mit Menschen mit verschiedensten, ja, Problematiken. Ja. Und was ich Ihnen heute jetzt auf alle Fälle noch sagen möchte, da bin ich gebeten worden, hat jetzt am Rande mit dem heutigen Thema zu tun. Es gibt eine neue Vortragsreihe, die nennt sich Psyche Kompakt. Psyche Kompakt wird vom Tiroler Landesverband für Psychotherapie organisiert und findet jeweils, ja, ich glaube, so den zweiten Mittwoch statt. Am besten Sie schauen rein, psychotherapie-tirol.at, da finden Sie nähere Informationen. Da wird eben geschrieben, namhafte Experten aus dem deutschsprachigen In- und Ausland referieren zu ausgewählten Themen aus dem Bereich der Psychotherapie und Gesundheit. Und es geht da wirklich darum, die Öffentlichkeit über psychotherapeutische, psychische Erkenntnisse, wissenschaftlichen Fortschritte zu informieren. Da gibt es so Sachen wie, was uns krank macht, was uns heilt, Wege aus der Depression, Psychotherapie, was passiert im stillen Kämmerlein,
psychosomatische Störungen, Sprache der Seele. Ist Sucht therapierbar, wenn Zwänge unser Leben einengen? Und wie wirkt Psychotherapie? Das wäre so das Programm für heuer und das wird dann nächstes Jahr fortgesetzt. Findet statt jeweils an diesen Mittwochen um 19.30 Uhr im großen Gemeinderatssaal im Neuen Rathaus Innsbruck. Ja, wie gesagt, psychotherapie-tirol.at, da kriegen Sie mehr Informationen. Heute geht es in dieser Sendung um Gefühle, wie gesagt. Und ich habe es so ganz spannend gefunden, Alex, ja, wo man vielleicht auch die Hörer, Hörerinnen jetzt gefragt haben, weil es wäre ja echt ganz interessant. Was rufen diese Lieder bei jedem Einzelnen hervor? Ja. Ich habe mal ein bisschen im Internet nachgeschaut und da findet man verschiedenste Studien. Können Sie sich ja ein bisschen erkundigen, ein bisschen reinschauen. Und eine Studie habe ich zum Beispiel gefunden, da sind 772 Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen einmal befragt worden nach ihren Musikvorlieben und ja, mit näheren Informationen dazu, welche Stimmungen sie bevorzugen, beziehungsweise in welchen Stimmungen sie Musik gehört haben. Und ja, die Forscher haben dann zum Beispiel herausgefunden, dass gerade traurige Musik sehr viel macht mit den Menschen. Also dass traurige Musik zum einen eine ganze große Bandbreite komplexer Gefühle hervorruft bei uns, auch positive Gefühle, ja. Und dass traurige Musik, sagen zum Beispiel die Forscher, bei Menschen mit hohem Einfühlungsvermögen und geringer emotionaler Stabilität, dass die am besondersten von trauriger Musik profitieren. Dass traurige Musik wie so ein bisschen was anregt in Richtung unserer Emotionsregulierung. Wir haben alle so eine Fähigkeit, Emotionen im Hintergrund einfach zu regulieren. Ja? Das heißt, welche Emotionen tauchen auf? Wie stark überfluten uns diese Emotionen? Können wir da irgendwo einwirken in diese Emotionen? Und anscheinend, gerade bei trauriger Musik, sind wir da sehr gefordert, weil im Hintergrund dann bei traurigen Musikstücken auch traurige Erinnerungen dann anfluten. Dann werden wir mit dem konfrontiert. Gleichzeitig sind wir aber jetzt gerade in einem Moment, wo wir vielleicht jetzt im Jahr 2019, 7.2., wir zwar da im Studio sitzen, vielleicht gleichzeitig eine traurige Erinnerung dann haben. Und so diese Emotionsregulierung zwischen dem Hier und Jetzt und dem Damals. Ja, also ganz spannend, was da abgeht in uns. Ja. Ja, was meinst du dazu? Was meine ich dazu? Ja, das glaube ich schon, dass das sozusagen traurige Lieder dann, ja, das ist dann auch an gebunden ist sozusagen, wenn man traurig ist, vielleicht an Trauerfall gehabt hat, dass jemand gestorben ist zum Beispiel, dass man dann eher dann solche Lieder hört. Also ich kenne das schon von mir, dass ich dann, wenn ich traurig bin, höre ich natürlich dann eher traurigere oder melancholischere Musik. Also das ist schon etwas, wo ich Musik auch einsetze sozusagen. Also ich setze Musik ein, zu machen und gleichzeitig auch zu hören, zu verschiedenen Gefühlen. Bin ich glücklich, höre ich eher glücklichere Musik oder eben, wenn ich traurig bin, höre ich eher so emotionale Lieder, wie zum Beispiel das, was wir jetzt gerade gehört haben vorher von Johnny Cash. Ja. Also diese Studienteilnehmer anscheinend, wie gesagt, muss man sich dann die Studie nochmal genauer anschauen, aber da hat es zum Beispiel auch einige gegeben, die dann durch traurige Musik eher Ruhe und Frieden empfunden haben. Andere Studienteilnehmer dann wie so Zärtlichkeit bei traurigen Klängen. Also das heißt, es scheint wirklich höchst komplex zu sein, mit welchen Gefühlen wir einfach auch, ja, so mit der Musik uns in Verbindung setzen. Man weiß ja so, dass von dem her die Emotionen ja sehr, sehr komplex sein. Das heißt, wenn wir uns vielleicht jetzt in sehr positiven Zuständen befinden, gibt es manchmal so dieses, ja, so diesen Gefühlsausschlag einem Negativen. Dass im Positiven wir erkennen, okay, welche Situationen haben zu was Negativem geführt. Und auf der anderen Seite in negativen, gefärbten Emotionsbereichen dann uns das Positive dann in den Sinn kommt. Also von dem her ganz, ganz komplexes Geschehen, was da auftaucht. Ja.
Ja, spannend, das nächste Lied, was ich ausgesucht habe, möchte ich gleich dazu stellen, sozusagen, mit dem möchte ich die Gabriele grüßen. Ist ein Lied von der Rebecca Parken, die mögen wir beide ganz gern. Sängerin, norwegische Sängerin, Any Pretty Girl heißt die Nummer. Ja, meine Damen und Herren, lang haben wir nicht mehr bei der heutigen Sendung, Sendung Nummer 81 der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute mit Alex Folterbauer, Liedermacher und Sozialarbeiter zum Thema Gefühle. Ja, viel Gefühl. Also ganz ein bewegendes Lied, das letzte Lied. Ja, ja, sehe ich auch so. Also da spürt man sehr die Emotion. Durch das Arrangement und auch die recht sehr schöne Stimme von der Rebecca Parken. Ja. Alex, gibt es was, wo du sagst, so am Ende von der Sendung, möchtest du den Hörer und Hörerinnen irgendwas mit auf den Weg geben? Vielleicht auch in Richtung Gefühle? Also ich glaube, etwas zu finden, ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass man sozusagen Gefühle dann auch wahrnimmt und die auch zulässt, egal wie die sein,
sozusagen, ob die positiv oder negativ sein, und einen guten Umgang damit findet sozusagen. Also ich, für mich ist Musik eben auch, hilft mir, mit verschiedenen Gefühlen umzugehen. Und es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Eben Schreiben ist bei mir natürlich auch etwas, da ich ja viele Texte, Liedertexte, Gedichte schreibe, spielt natürlich auch eine Rolle. Da ist eben das, sind die Gefühle ganz was Wichtiges und eigentlich auch ein Denkanstoß oder Inspiration. Ja, also von dem her, das möchte ich eigentlich den mitgeben. Ja, finde ich ganz gut, so wie du sagst, so Denkanstoß, Inspiration. Ich so als Psychotherapeut sage immer wieder mal, dass es auch gut ist, so meine Damen und Herren, wenn es vielleicht so eine Art Notfallkoffer für sich einfach auch machen, wo es zum Beispiel auch Dinge hineintun, können es wirklich physisch reintun oder auf der anderen Seite auch für sie einfach irgendwo aufschreiben oder im Hinterkopf haben, aber sicher gescheiter, wenn sie es irgendwo haben, wenn sie es einfach in Notsituationen brauchen. Und da wäre vielleicht schon auch gut, so sich zu überlegen, wenn es ihnen einmal nicht gut geht, welche Lieder wären denn dann gut für sie? Ja, was brauchen sie denn da? Welche Lieder holen sie raus? Vielleicht aus dunklen, ja, Lebensbereichen, was motiviert, was zaubert ihnen dann vielleicht ein Lächeln auf das Gesicht? Und auf der anderen Seite kann es auch sein, wenn sie gerade beim Lernen, beim Studieren sind, gibt es da vielleicht für sie ganz spezielle Nummern, wo sie sagen, ja, wenn ich das höre, wenn ich das spiele, dann merke ich, da kommt Motivation rein. Das kann beim Studieren sein, beim Lernen, einer Verprüfung sein, kann aber auch zum Beispiel sein, wenn sie ja, vielleicht vermehrt trainieren wollen, laufen, Radl fahren oder wie auch immer, wo man sich auch überlegen kann, gibt es da was, was mich motiviert, was mich ein bisschen aufrafft, was mich einfach ein bisschen zu was anders bringt, ja, wo ich mit in Schwingung versetzt werden kann. Und die andere Seite ist natürlich, man kann sich auch überlegen, wenn wir jetzt erst gesagt haben, welche Lieder wären eher so Richtung auch beruhigend da, das heißt, welche Lieder wären vielleicht zum Aberkommen gut, am Abend. Ja, man sagt da so zum Beispiel, wenn es so beim Lernen ist oder zum Aberkommen, wären es vielleicht eher dann in Richtung instrumentale Lieder und nicht Lieder, wo jemand singt, weil wenn jemand singt, dann sind wir auch wieder kognitiv mit den Ziffern der Stimme einfach auch beschäftigt. Wir schwingen dann noch einmal mehr mit der Person. Wenn es jetzt instrumentale Lieder sein, dann brauchen wir uns so mit diesem Inhaltsaspekt nicht beschäftigen, sondern können wir uns nur mit diesen Schwingungen dann beschäftigen. Ja? Einfach da mal hinspüren, ausprobieren und vielleicht dann wirklich wirken lassen. Wie werden sie durch spezifische Musikstücke in Schwingung versetzt? Was macht es mit ihnen? Und da so ein bisschen auf die Suche zu gehen, sensitiv zu werden, ja? So nach innen zu spüren, nochmal schauen, was macht es? Welche Emotion wird vielleicht mit diesem Lied geweckt? Ja, Alexander, jetzt so am Ende dieser Sendung, ein bisschen gibt es ja noch von der Zeit her, was möchtest du denn da noch für Lieder einspielen? Vielleicht spielen wir da so zwei hintereinander oder drei. Was wird denn da passen? Als nächstes habe ich ein Lied ausgesucht von einem lieben Freund von mir, das ist der Wolf Ratz. Das heißt Beisel of the Broken Dreams und da erzählt er ganz ja, witzige, sarkastische Geschichten über Personen, die sozusagen besoffen im Lokal sitzen und ihre Probleme irgendwie, ja, hört es einfach selber. Das wäre so das nächste Lied. Mhm. Ja, dann habe ich noch ein anderes Lied ausgesucht, das heißt So Schön, das ist von mir und der Gabriele. Ja, das spielen wir mal, oder? Da die Song. Spielen wir das mal. Genau. Ja. Und meine Damen und Herren, wie gesagt, wollen Sie das nochmal nachhören oder wollen Sie mehr Informationen zum heutigen Studiogast sich einholen, dann einfach auf die Internetseite gehen, www.sinn-los.at/sinn-los. Da finden Sie dann die Informationen und die heutige Sendung zum Nachhören. Die nächste Sendung wird dann sein am 7. März, Donnerstag, 7. März, 20 bis 21 Uhr. Und bei dieser Sendung wird es dann um das Thema Selbstmitgefühl gehen. Susanne Jäger ist zu mir in der Sendung zu Gast.
Psychotherapeutin, Achtsamkeitstrainerin. Also da geht es auch ganz viel um Umgang mit Gefühlen. Ja? Also glaube ich, setzt dann auch nochmal ganz praktisch weiter fort, so bei der heutigen Sendung. Ja? Ich an dieser Stelle vor diesen Liedern werde Ihnen auf alle Fälle jetzt noch einen schönen, ja, fühlvollen, sinnvollen Abend, vielleicht auch sinnlichen Abend wünschen. Alex, möchtest du so das letzte Wort noch an die Hörerinnen und Hörer richten? Ich möchte mich einfach nochmal bedanken, dass ich eingeladen worden bin, und ich wünsche auch Ihnen allen einen sehr gefühlvollen Abend, und ja, lasst es auf euch wirken, und ja, viel Gefühl ist ganz wichtig. Dankeschön. Jedes Mal, wenn die gewesene Lady Löcher in das Tischtuch brennt, schimpft sie auf die Zigarette, zupft an ihrer Perlenkette und die Zeit rennt. Manchmal überhaupt nicht, sie hat nur so viele Rechnungen offen im Lokal. Und mit dem Lehm, sie mechert ihren Mann vergiften und ließe sich auch gerne liften, doch darauf zu hoffen. Ich seh noch lang nicht nur angesoffen. Welcome to the Basel von the Broken Dreams. Und aus die Scherben, da pickt man nur das schönste Mosaik. Und wenn ich geht in das Basel von die Broken Dreams, ich selber auch schon lang nimmer aus einem Stück. Ohne Hut kommt der Dostojewski, weil den hat er gerade eben verspürt und sie selber gleich mit verloren. Am besten er wär gar nie geboren und Dostojewski dealt mit hinige Illusionen. Man munkelt in der Spelunke, er wär ein ehemaliger Star, ein hoffnungsvoller Nachwuchsdichter, ein korrupter Linienrichter, es ist alles nicht wahr. Doch spekulieren ist wunderbar. Welcome to the Basel von the Broken Dreams. Und aus den Scherben, da pickt man nur das schönste Mosaik. Und wer einig geht in das Basel von die Broken Dreams, ist selber auch schon lang nimmer aus einem Stück. Und der Kali, der macht sie frei und präsentiert uns seinen Arsch, ein Totenschädel mit Verzierung ist Karlis neue Tätowierung, aber die Harley fort. Leider schon lang se X, und unter all den Losern ist der Ärgste der Chronist. Er versteckt hinter meinem Kriegeln, da wachsen mir keine Fliegen, und mein Leben ist genau wie's immer gewesen ist. Welcome to the Basel von the Broken Dreams. Und aus den Scherben, da pickt man nur das schönste Mosaik.
und wer eine geliebtes Battle von The Broken Dreams. Ich selber hab schon lang nimmer, ich selber hab schon lang nimmer, schon lang nimmer aus einem Stück. Das, was da wächst, wie wieder geht.